So, hallihallo und herzlich willkommen, liebe Skyrim-Freunde. Und zwar zu einem neuen Skyrim-Let's Play. Wie ihr sicherlich noch wisst oder hoffentlich noch wisst, haben wir hier in Wollenrut alles ohne Probleme abgeschlossen. Wir haben einen neuen Spruch gelernt und ich muss sagen, es war eine sehr, sehr geile Höhle. Ziemlich abwechslungsreich. Und vielleicht sieht man jetzt auch schon wieder, hö, warum sieht denn hier sein Schnee so komisch aus? Ich habe eine neue Mod runtergeladen, die heißt Real Snow HD. Und wie man sieht, sieht der Schnee ziemlich geil aus. Ich finde es richtig, richtig geil. Der ist qualitativ einfach mal sehr, sehr hochwertig. Also jetzt nicht der Schnee, keine Ahnung, ich kann ihn nicht anfassen. Oh, ein Drachennest ist hier gerade erschienen. Kennen wir das schon? Okay, Abhinder. Ach, ich komme wieder schon wieder von den ganzen Quests ab. Aber auf jeden Fall ist der Schnee also verdammt geil im Sinne von der Auflösung. Ist 2000 irgendwas. 2048 mal 2048. Eine sehr, sehr geile Textur. Sieht alles sehr, sehr klar aus. Oh. Und... Ah. Da muss ich jetzt ehrlich sein. Ich finde, wenn man hier so runterguckt, das sieht doch schon richtig geil aus. Also jetzt wirklich mit diesem Schnee. Der normale Schnee war so unweiß. Der war nicht so, oh, da liegt eine Menge Schnee, sondern anders halt. Also partout nicht schlimm. Eher ganz im Gegenteil. Aber Mods sind das, was das Spiel nun mal für den Computer ausreizen. Und deswegen sollte man sich damit schon beschäftigen. Wie die meisten wissen, habe ich natürlich dazu mal ein Tutorial gemacht. Ich werde aber bald noch ein vereinfachtes veröffentlichen. Wenn das denn alles so klappt, wie ich es möchte. Also wahrscheinlich oder vielleicht auch schon heute Abend. Wie man jetzt auch sehen kann, gibt es endlich für mein, ja, für mein Inventar, auch wenn ich Gegner an, ja, sage ich mal, anwähle und ich etwas aufsammeln möchte, habe ich die jetzt auch beim neuen Inventar. Hier kann ich zwischen Wolf und mir wechseln. Ziemlich, ziemlich geil. Mittlerweile ist es auch so, wenn ich hier unter Magie gehe, ist hier alles sofort sortiert nach der Schulform, also Schule, Beschwörung, Zerstörung etc., nach dem Skill-Level, nach den Kosten, und ich kann alles sortieren, so wie ich möchte. Es ist einfach dermaßen geil, diese verdammte Mod. Werde ich auch bald nochmal etwas zu machen, wenn ich mal wieder über Mods zu sprechen komme. Dann nehme ich gleich alles so in einem Rutsch mit und werde euch dann natürlich auch meine Favoriten erzählen. Oder wenn das alles nicht in eins passt, unterteile ich es, ist ja auch alles gar kein Problem. Aber ich finde diesen Schnee gerade einfach richtig, richtig geil. Ach komm, ich muss jetzt nicht weglaufen. Blöder. Was warst du denn? Oh, ein Fuchs. Oh, das tut mir jetzt leid. Ich dachte, er wäre böse oder irgendetwas anderes. Hier scheint irgendetwas zu sein. Was ist denn das? Stahlkriegsaxt der Glut. Und eine Truhe. Erstmal die Truhe öffnen. Gold. Stahlplatten. Panzer. Handschuhe. Boah, noch länger. Nee, nichts für mich. Zaubertrank der höchsten Heilung. Das ist schon eher. Granatstein auch. Diamant. Ah, sehr geil. Amnesist. Das andere wollte ich jetzt gerade gar nicht aufnehmen. Gold, Zaubertrank der Magiker brauchen wir nicht. Ich glaube, allzu viel können wir schon gar nicht mehr tragen. Und wir müssten relativ dicht am Nest sein. Hier unten ist es. Aber hier scheint kein Drache zu sein. Oh doch. Habe ich mich erschrocken. Mensch, Mensch, Mensch. Das kann man mir doch so nicht antun. Stört mich. Nein! Ja, das ist jetzt natürlich blöd gelaufen. Warum wollte ich jetzt auch runterhüpfen? Ja, mal gucken, was jetzt passiert. Den Weg will ich euch dann natürlich nicht natürlich nochmal zumuten. Da werde ich dann gleich einen kleinen Cut machen. Und ich starte wirklich nochmal hier. Ja gut, alles klar, bis gleich. So, wir befinden uns hier wieder am Drachennest. Diesmal probiere ich hier irgendwie anders ranzukommen. Oder ich gehe einfach mal den ganz normalen Weg hier außen rum. Ist natürlich auch mal eine Alternative. Man muss es ja nicht immer gleich so eigenartig machen, sage ich mal. Hier runter sieht es doch schon gleich deutlich besser aus. Hier sind auch Treppen. Okay, also hier wäre man auch anders hingekommen, wenn ich das richtig erkenne. So. Soll er mal herkommen? Hast du einen Namen oder bist du einfach nur Blutrache? Ja, gut, das ist dann ja nicht so dolle. So.
Ach komm, jetzt mache ich nicht so ein Hack-Hack. Kannst ja auch ein bisschen übertreiben. Wobei ich sagen muss, dass Pfeile doch immer deutlich effektiver sind gegen Drachen. Ich habe doch hier noch mein Feuer, vielleicht. Den kann ich doch auch mal bestellen. Nee, hier 7. War das? Der kann ja auch mal ein bisschen was reißen. Oder halt mit meiner Nahkampfwaffe. Wenn ich immer nicht an ihn rankommen würde. So, ja, komm, flieg ruhig weg. Mich stört's nicht. Lebst du noch, mein Feueratom? Nee, gut. Oder die Drachen sind mittlerweile mal stärker geworden. Das kann natürlich auch sein. Weil die ganzen letzten waren ja mal relativ. Ja! Man muss sich auch nicht sonderlich heilen oder so. Sieht hier jetzt auch schon, sag ich mal, ganz bisschen anders aus. Und jetzt das gleich nutzen. Zuschlagen, was das Zeug hält. Ich glaube, ich kann gleich nicht mehr fliegen. Ja, jetzt sollte es rein theoretisch vorbei sein. Warum war da auf einmal jetzt Wilkas? So, und weg mit dir, du Drache. Was ist das? Schuppen? Knochen? Gab's das schon immer? Ja, ne? Ja, gab's. Klar gab's das. So, Drache, löst dich auf. Du elendiger Blutdrache. Kann ich mich doch hier gleich nochmal heilen. So, das lief doch relativ geschmeidig von der Hand. Drachenseele aufgegabelt bzw. erhalten. Und natürlich finden wir jetzt auch noch ein Wort. Und da bin ich mal gespannt, was es Neues gibt. Wort der Macht gelernt. Kälte, Frostatem. Ah, geil. Den schalte ich mir sofort frei. Da kenne ich nichts. Was sind das jetzt eigentlich für Zeichen? Veränderung? Okay, Illusion, Favoriten. Die kenne ich ja selbst noch nicht. Habe mich damit jetzt noch nicht auseinandergesetzt, da das Update heute erst rauskam, sage ich mal. Feuer, Frostatem. Ja, Frostatem hier, die Kälte hätte ich gerne. Ach, hier muss ich nur nochmal R drücken. Seele benutzen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Seelen ich noch übrig habe. Das wäre auch mal ganz witzig. Favoriten. Haben die mein Favoritenmenü mittlerweile auch überarbeitet? Ja, aber irgendwie passt es hier nicht ganz rein. Ist natürlich ein bisschen irgendwie nicht so gut. Aber normalerweise ist hier doch auch immer noch eine Truhe oder sowas. Abenteurer. Durchsuchen. Gold. Ja, komm hier. Was war das? Zaubertrank der Kleinheilung. Nee, das muss jetzt nicht sein. Die haben wir ja nicht mehr so nötig mittlerweile. Und hier unten ist mir. Das ist beeindruckend. Ja, Wilkas, das ist natürlich immer richtig spannend. Aber was ist jetzt schon wieder hier unten? Es reizt mich jetzt einfach schon wieder viel zu sehr, hier hinzugehen. Dabei gibt es hier eigentlich schon wieder viel zu erkunden. Und wir haben eigentlich ganz andere Sachen vor. Ah, ja, was mache ich denn mal? Ja, ich habe ja keine andere Wahl. Hoch komme ich nicht mehr. Also gehe ich jetzt runter. Bisschen Zeit haben wir noch. Und was hier unten ist, interessiert mich doch auch relativ doll. 5-5. Und macht er nicht. Jetzt. Jetzt hat er sie genommen. Dankeschön. Oh, dankeschön. So, runter geht's. Oh, ich bin ja total von diesem Schnee begeistert. Ich finde ihn so geil. Kann auch sein, dass das total Geschmackssache ist und ich damit der Einzige bin oder sowas. Ich finde den doch schon wirklich extrem geil. Jetzt so im Vergleich. Okay, der Vergleich ist ja ziemlich arg. Aber naja. Gucken wir mal. Hier unten ist ein Eingang. Das habe ich jetzt schon entdeckt. Beziehungsweise herausgefunden. Und hier ist jetzt irgendwo ein Eistroll. Und hier hatte ich anfangs auch mal gar keine Chance. Scheint sich jetzt auch mittlerweile gelegt zu haben. So, her damit. Oh, hier ist noch irgendwas. Trollfett. Scheint wahrscheinlich noch ein Troll zu sein.
Und zupfe ich jetzt auch einmal nochmal runter. Zack. Boah. So. Und. Mach doch, Zauber. Ach, dann nicht. Hoffe ich mal, dass ich dich so aufnehmen kann. Seele aufgenommen. Sehr schön. Denn Seelen schaden, wie wir wissen, eigentlich nie. Und noch einer. Ich würde jetzt mal ganz kackfrech behaupten. Also Schaden machen die immer noch relativ gut. Er macht's nicht. Er legt gerade keinen Zauberspruch irgendwie für mich an. So einhändig verbessert auf 69, haben wir es jetzt auch nochmal geklärt. Also ich denke mal, dass hier relativ starke Gegner auf uns warten werden. Etwas anderes kann ich mir jetzt grob nicht vorstellen, weil hier gerade nur Trolle sind. Und Trolle sind definitiv nicht ohne. Kommt man hier rein? Hier scheint auch irgendetwas zu sein. Was ist das jetzt? Das ist dieses Saljors Labyrinth. Okay. Oh Mensch, komm, jetzt geh doch mal auf. Da haben wir dich. Dietriche kann man immer gebrauchen. Goldfackel brauche ich nicht. Kleine Heilung. Lasse ich jetzt auch einfach mal liegen. Hier kommen wir schon mal rein, merken. Hier ist scheinbar in Anführungsstrichen kein Eingang. Oder hier doch. Gut. Aber hier lauert scheinbar nichts auf uns. Hier war scheinbar mal irgendjemand, der herrschte. Sendschreiben des bezahlten Raufbolds. Lesen wir uns das doch mal durch. Kann man es mal umblättern? Oh, ist aber ein ganz schön langer Zettel für so ein kleines Ding. Naja. Der Auftrag klang ganz einfach. Groz und ich haben so etwas schon oft getan. Ein hasenfüßiger Bretone braucht Leibwächter für eine Reise in die Berge. Kein Problem, leicht verdientes Kleingeld. Er redet natürlich die ganze Zeit von seinem zweifach vermaldeiten Maske. Wir haben uns kaputt gelacht, als Groß sie sich schnappte und aufsetzte. Und er drohte uns an, uns deswegen zu feiern. Nichts Besonderes. Nee. Nichts Besonderes? Schlau? Schlau hier draußen? Das verstehe ich jetzt nicht. Na egal, nichts Besonderes schlau hier draußen. So ganz allein. Und das merkte er selbst sofort und sagte nichts mehr von wegen Lohn einbehalten. Wir kommen also hier an. Er blättert durch ein paar Papiere und murmelt etwas in sich hinein. Ist ja nicht der Rede wert, dass Groß und ich uns an 10 stinkenden Trollen vorbeikämpfen mussten. Bloß um ihn hierher zu bringen. Und dann, ohne Verwarnung, weg ist er. Hat seine Maske aufgesetzt und ist verschwunden. In einem Moment hätte ich ihm die Hände um den Hals legen können. Und im nächsten hat er sich in Luft aufgelöst. Nun, nach einer Weile wussten wir nicht mehr, was wir tun sollten. Und Groß nimmt ihre Sachen, um nach Hause zurückzukehren. Als er plötzlich wieder da ist, Maske in der Hand, bettelt uns an, nicht vorzugehen sagt. Wir müssten unbedingt auf ihn warten. Das sei die Aufgabe, für die er uns bezahlte. Dann setzte er sich wieder seine Maske auf und die Visage und ist wieder weg. Achso, setzt er seine Maske auf die Visage und ist wieder weg. Ich habe schon gesehen, wie Mäntel einen unsichtbar machen können, aber ein paar Schwünge mit der Faust zeigten, dass er das nicht abzog. Das war nichts, was man hätte schlagen können. Er tauchte wieder auf, sagte uns, er brauche einfach mehr Zeit, müsste etwas über andere Masken herausfinden und verschwindete wieder. Das war gestern und ich habe genug davon, Däumchen zu drehen und Briefe an mich selbst zu schreiben. Bei Sonnenaufgang brechen wir auf und wenn er sich nochmal zeigt, dann verspreche ich Azura, ich werde ihm diesen Dolch in die Brust jagen, um ihn an Ort und Stelle zu halten. Tod ist von ihm mehr zu holen, als er uns zahlen würde, wenn er im Leben bliebe. Aber nicht die Maske. Das verfluchte Ding kann hierbleiben und mit ihm und den Trollen gleich hier verrotten. Okay, hier gibt es scheinbar eine Holzmaske und diese liegt hier vor uns. Und jetzt muss ich ehrlich sein,
Ich will sie aufsetzen. Ich will jetzt erstmal speichern und tut mir leid, dass ich mich da jetzt ein paar Mal verhaspelt habe. Ich meine, die Schrift ist nicht immer leserlich und ich glaube, da waren noch ein, zwei Übersetzungsfehler drin. Aber ansonsten habe ich mein Bestes gegeben für den fremden Text. Und ich will jetzt wissen, was diese Holzmaske macht. Diese Maske wird von einer unbekannten Energie durchströmt. Aufsetzen. Ja, wo kommen wir jetzt hin? Wo sind wir jetzt hingekommen? Ich weiß es nicht. Aber es interessiert mich. Ich hoffe, ihr bleibt beim nächsten Mal auch immer noch dabei. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Und gehen dem hier weiter auf die Schliche. Bis zum nächsten Mal.